Schönen guten Tag, wir sind wieder am Dienstag hier aus Darmstadt mit einem ganz schwierigen Thema. Sie haben es gehört und gelesen, auch bei uns im Echo. Es gibt schwere Vorwürfe gegen die hessische Polizei. Ich bin sehr vorsichtig mit dem Begriff NSU 2.0. Dazu wissen wir noch viel zu wenig. Das, was wir allerdings schon wissen, ist schon schwierig genug. Es geht hier nicht nur um den Austausch von Hakenkreuzen, um irgendwelche rechtslastigen Chats und. Nein, es gibt eine ganze Menge mehr, was wir schon wissen. Es gibt beispielsweise einen wirklich ekelhaften Drohbrief an eine Anwältin. Der ganze Sachverhalt, auch das wissen wir, der ist nicht wirklich neu. Das alles zirkuliert in eingeweihten Kreisen schon seit einigen Monaten und ist dort auch bekannt. Ein Schelm, wer sich jetzt etwas dabei denkt, dass es auch schon vor der Landtagswahl in Hessen bekannt war. Auch da wird noch einiges zu klären sein. Man hat in dieser gesamten Zeit ganz offensichtlich eine bedrohte Anwältin einigermaßen allein gelassen und die Spur des Ganzen führt mitten in die Kreise der Polizei hinein. Jetzt müssen wir trotzdem noch mal Pause machen, tief Luft holen. Ja, es stimmt, dass die Polizei trotz dieser schweren Vorwürfe nicht unter Generalverdacht gestellt werden darf, das wäre schlimm. Umgekehrt ist es aber auch klar, es muss sofort ohne Wenn und Aber aufgeklärt werden. Es ist nicht damit getan, dass diejenigen, die jetzt möglicherweise sich etwas haben zu Schulden kommen lassen, am Ende keine Polizisten mehr sein dürfen, wie es Polizisten selbst formulieren mittlerweile. Das ist völlig klar, da kann es überhaupt keinen Zweifel dran geben. Wer so etwas tut, hat in der Polizei nichts zu suchen. Noch entscheidender ist aus meiner Sicht die Frage, wie kann es aber dazu überhaupt kommen? Die Frage, wen stellt man eigentlich ein bei der Polizei? Wer zieht denn die Uniform an? Welcher Typ Mensch ist das? Wer schaut da eigentlich genau hin? Wer schaut auch dahin, wie sich Menschen im Laufe eines Dienstes verändern? Damit eben kein Generalverdacht gegen die Polizei aufkommt. Auch diese Fragen sind sehr schwer und müssen geklärt werden. Aber man darf auch die Polizisten nicht allein lassen mit dem, was sie erleben. Polizisten erleben im Einsatz viel schwer Fassbares, viel Elend, viel Not, aber dramatische Situationen. Sie erleben aber auch bestimmte Milieus. Auch da müssen wir uns als Gesellschaft ehrlich machen, wo wir vielleicht doch zu viel Verständnis oder zu schnell zu viel Verständnis haben. Und die Polizei darf dann am Ende die Drecksarbeit machen und stellt aber fest, dass auch nicht jeder Migrant automatisch ein Heiliger ist. Auch da muss man hinschauen, was geschieht da eigentlich mit den Polizisten, wie kann man sie stützen, wie kann man sie betreuen. Das entschuldigt am Ende, sollten sich die Vorwürfe tatsächlich erhärten, nicht das, was jetzt hier an Vorwürfen und im Zweifel sind das auch Straftaten im Raum stehen. Am Ende muss man dann doch jetzt sehr schnell Klarheit und Licht in die Angelegenheit bringen, damit es nicht doch am Ende völlig zu Recht heißt, wir haben es mit einem Fall NSU 2.0 zu tun.